Stefan Freiler, meine Damen und Herren. Einer der erfolgreichsten Marathonläufer Deutschlands. Ich hatte ja gesagt, das müsste stimmen, Stefan, der erfolgreichste nach Czerpinski. Na gut, wenn man es jetzt auf diese olympische Medaille bezieht, sicherlich. Also dann bin ich der Zweite sozusagen, der das geschafft hat. Und Günther Waldemar wird immer auf dem Podest stehen, damit seinen zwei Goldmedaillen, das ist klar. Und wenn er Oertel nicht gehabt hätte, hätten es viele gar nicht so im... Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Nein, so gesehen ist das schon richtig. Also wir haben aber im Damenbereich natürlich mit Katrin Dörre-Heinig auch und Uta Püppig Leute, die auch relativ erfolgreich waren. Aber eine olympische Medaille ist halt was für die Ewigkeit. Aber wir wollen auch bei dir nicht gleich in deine Hochleistungszeit springen, sondern wir wollen auch mehr von dir erfahren. Ich hatte dich ja als Gebühr hier in Sachsen angekündigt, ich weiß es ja, der in Hohenleipisch angefangen hat. Also das ist ja auch fast Sachsen. Das ist an der sächsischen Grenze, das ist richtig. Also Preußen-Sachsen, das hat ja mal gewechselt im Jahre der Jahrhunderte, das ist ja richtig. Aber jetzt ist es Brandenburg sozusagen, Hohenleipisch, aber 10 Kilometer ungefähr Luftlinie. Und auch bei dir haben die Eltern, besonders der Vater, eine große Rolle gespielt in deinen ersten Jahren als Sportler. Und das war ja nicht Leichtathlet. Nein, das war bitte weitermachen. Fußball. Fußball genau. War also so ein bisschen dann das Thema auf dem Dorf, wie das so ist. Aber nicht auf dem Bolzplatz, sondern wirklich schon im Verein dann. BSG Lok Hohenleipisch. Mittlerweile sind sie wieder abgestiegen, glaube ich, aus der Landesliga. Leider, ja. Aber vielleicht treffen sie sich doch mal mit Energie dann. Das ja, zu befürchten. Aber Energie war auch schon in Hohenleipisch zum Testspiel, das weiß ich. Das ist also so. Da haben wir wieder Lokalderbys dann, ne? Sozusagen, ja. Nee, das war das Thema. Aber dann über die Schule natürlich auch die Frage, AGs zu besuchen. Und da war die Leichtathletik auch ein Thema. Und ja, das lief dann so parallel über eine gewisse Zeit. Und dann will ich jetzt nicht sagen, dass wir am Fußball immer verloren haben. Das stimmt auch nicht richtig. Aber das Laufen hat dann eigentlich auch wieder Spaß gemacht oder mehr Spaß gemacht. Und dann hat sich das eigentlich dahin verlagert. Und du warst von Anfang an, ähnlich wie es bei Didi war, ähnlich wie es bei Claudia war, bei mir war es leider nicht so, erfolgreich als Läufer. Stichwort TZ Leichtathletik und Crossläufe. Ja, das, wie gesagt, zu den Zeiten gab es ja diesen Cross der Jugend, das war ja so ein Kreiswettbewerb quasi, wo an verschiedenen Stationen dann von den Schulen verpflichtet, die Schüler halt dort die Distanzen absolvieren mussten. Und aus denen heraus hat sich dann diese Bezirksmeisterschaft quasi gestaffelt, entwickelt. Und aus dieser Bezirksmeisterschaft dann gab es das große DDR-Finale. Und da hatte ich das Glück oder den Moment halt, dass ich dann auch dieses DDR-Finale auch gewinnen konnte in dem Fall. Also hast du einfach mal so gewonnen? Mit 12 Jahren, ja, das auch mit relativem Vorsprung, 12 Sekunden, das weiß ich auch noch, wie es war. Ja. So, und das war der Moment, wo du eigentlich dachtest, naja, das ist eigentlich so die Welt. Das sollte also in die Richtung weitergehen. Klar war man schon gesichtet worden und sowas. Also auch eine Art von Wettkampfsystem, vielleicht mal für unseren schlimmes Wort, aber du bist einer der Besten, die ich kenne, Sportfunktionär, eines Wettkampfsystems, was sich so fortsetzt, was doch Kinder und Jugendliche sehr motiviert. Ja, wir dürfen ja an der Stelle immer nicht nur das Wettkampfsystem betrachten. Es ist ja ein bisschen was davor noch gescheitert, das hat der Stefan auch gerade gesagt. Es ist auch die Frage der Sichtung und dann auch der Ausbildung, auch in dem Alter und vor allen Dingen einer fundierten Ausbildung. Und wir hatten ja damals zum Glück noch eine ganze Menge an Trainern, eben auch in kleineren Orten, in kleineren Vereinen, wesentlich mehr Stützpunkte verteilt. Und da war es natürlich, ich sage mal, doch ein bisschen einfacher als heute. Also wir probieren das ja auch und ich meine, das ist ja nicht ganz unbekannt, dass so eine gewisse Talentförderung an Landesstützpunkten auch stattfindet. Aber wenn man sagt, es sind, glaube ich, in der Leichtathletik momentan 19 Landesstützpunkte im Land Brandenburg, das ist natürlich verdammt wenig, gerade auf diese Fläche gesehen. Ja, ja. Aber es ist auch wieder eine Frage, wen hast du dort, der da arbeiten kann, wen hast du, der die Zeit aufbringt, kann man das so finanzieren, wer unterstützt das, welche Kommune. Wir würden das sehr schön finden, wenn wir das immer heute auch wieder machen können. Ansätze sind da, wir haben Kinder- und Jugendsportspiele in den einzelnen Landkreisen, wir haben eine zentrale Veranstaltung in Brandenburg an der Havel. Aber es ist natürlich ein bisschen Stückwerk in dem Gegensatz zu dem, was Stefan erlebt hat. Ne? Danke, Andreas. Wir kommen dann nochmal dazu nach der Pause. Aber wir wollen nochmal in die Vita von diesem jungen Mann, den man in seinem Alter überhaupt nicht ansieht. Das fällt mir immer wieder auf. Ich habe vorhin dein Geburtsdatum nicht gesagt. Wenn Sie immer Sportreihe, meine Damen und Herren, der ist Jahrgang 67, der Stefan, dann sehen Sie auch in dem Alter, jeder kann jetzt rechnen, so aus.
Stefan, jetzt kommen wir aber mal zu uns hier, Cottbus. Du bist ja das Cottbuser Laufwunder, habe ich das mal so genannt. Ja, wir brauchen immer solche Begriffe. Du bist ja dann 80 in meine Kinder- und Jugendsportschule, hier in unsere schöne Sektion Leichtathletik, heute LCC, gekommen. Genau, das war ja der übliche Weg dann, über die Sichtung halt dann entsprechend die Einladung zu erhalten. Meine Eltern wollten mich erst nicht lassen. War immer ein großes Problem, wegen Internat eben, toll, ja. Er musste ins Internat. Ja, ich musste ins Internat, ist klar, aber ab 7. Klasse? Doch durchsetzen können, sozusagen. Du hast das unbedingt gewollt. Ja, ich wollte das unbedingt. Das muss ich sagen. Konnte er von zu Hause weggeworfen. Nee, das war ja, also das ist jetzt ein schlechtes Zuhause, das kann ich nicht sagen, aber es war einfach, also man wollte das machen und ja, hatte ein gutes Gefühl dabei und das war ja auch nicht zum Schaden, weil ich dann eigentlich auch an dieser Schule auch den Dingen nachgehen konnte, wie ich das eben so auch wollte und klar, dann auch die Leistungssprünge auch hatte und letztendlich dann in jedem Jahr eigentlich dann meine drei Goldmedaillen geholt habe. Das Schwarigade-System war da, die deutsche Meisterschaft. Ich weiß ja, dass ja Leichtathletik ja die Tendenz da ist, dass... Du hast jedes Jahr 15, geliefert, dreimal ja, Gold, ne? Ja, dreimal Gold sozusagen. Erzähl mal dem Publikum, welche Goldmedaillen das waren. Na gut, das war zweimal auf der Bahn jeweils bei den entsprechenden Meisterschaften oder dann bei der DDR-Schwarigade und dann, gut, der Crosslauf halt. Meine Leidenschaft eigentlich so ein bisschen über Stock und Stein sozusagen. Also wer Crossläufe liebt, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich habe ja auch mal, bevor ich zum Radsport kam, Didi, haben die mich hier gequält da in den, als Leichtathlet in den Madloer Schluchten. Aber er ist wirklich, aber wir wollen hier nochmal auch deinen ersten Nachwuchstrainer, den du heute noch sehr schätzt. Das war der Wolfgang Winkler, der war also in der Zeit für mich da und ich denke auch ein Fachmann vom Herrn und hat sich auch sehr gut dort bemüht um uns und war auch immer da und ja, er ist Wolfgang Winkler ist nicht hier, ja, denk ich, also ein Mann, der auch heute noch aktiv ist. Ist noch da, ja, und auch macht noch ein bisschen, aber laufen nicht mehr, das weiß ich. Wie bitte? Laufen tut er nicht mehr, das weiß ich zumindest. Ach so. Ja, aber alles andere macht er schon noch. Das war deine Jugendkarriere, dann kam deine, ich nenne es mal Juniorenkarriere, die ich Gott sei Dank, war auch wichtig für mich, mitverfolgen konnte. Und da war das Highlight die Juniorenweltmeisterschaft 1986 in Athen. Und darüber wollen wir jetzt nochmal reden. Ja, es war der glückliche Umstand zu meiner Zeit, dass eben dann 86 wirklich dann sich die internationale Leichtathletik dazu durchgerungen hat, Juniorenweltmeisterschaften durchzuführen. Die ersten. Halt nicht so kompliziert wie das heute, sondern halt mit 18 war man halt Junior in dem Fall. Und die fanden in Athen statt und ich habe mich qualifizieren können über die 10 Kilometer und die 20 Kilometer und im Ergebnis letztendlich zweimal Vierter, was natürlich ein bisschen bitter war im Nachhinein, aber jeweils eben nur Afrikaner vor mir. Also wenn es Junioren-Weißer ja, bester Weißer war es dann letztendlich. Ja, wenn jetzt Junioren-Europameisterschaften gewesen wären, dann wäre das natürlich besser, aber in dem Fall, ja. War okay für mich, war ein bisschen schade, so eine Medaille hätte ich gerne mit nach Hause genommen, aber... Zu diesem, das Thema werden wir auch zumindest noch mal schreifen, aber es war ja eine ganz wichtige Etappe zu deiner großen Karriere als Marathonläufer und deinen ersten Marathon, wenn ich das richtig notiert habe, hast du 1987, also auch sehr, sehr jung für einen Marathonläufer, 20 Jahre, warst du schon 20? In Budapest. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee. Noch nicht ganz, ne? Noch nicht ganz, ja, 87. Na ja, gut, das war dann der Übergang in den Erwachsenenbereich. Mit ja, 19, 20 war man dann Senior sozusagen. Und die Idee meines neuen Trainers damals, der Dietmar Bittermann, eigentlich mal das mit dem Marathon zu versuchen. Ich hatte dann auch eine gute Trainingsgruppe, der Frank Konzak, der wird wahrscheinlich heute auch nicht hier sein, der hat mich damals auch viel begleitet und wir haben zusammen trainiert. Und die Idee war dann bei den internationalen ungarischen Meisterschaften mitzulaufen in Budapest und ja, der erste Platz war meiner. Den Lorbeerkranz, den schönen, den es gab, den habe ich heute noch und ja, war ein Schlüsselerlebnis eigentlich, wo ich sage, Mensch, irgendwie ist das doch deine Strecke auch sozusagen. Wieder dieses Erfolgserlebnis, erster Marathon, erster Sieg. Ja, so war das und das bleibt hängen. Mit 19, also, meine Damen und Herren, ja. Das ist eine Riesenleistung. Ja. Die Zeit für die Leichtathletik oder Marathon-Spezialisten, wo ist er denn? Der ist ja gar nicht da. Naja, der
Moment, 12:40, er ist schon weg. Das ist zu viel Sport für den Bernd Rogler, ja. Ja, 2:14:37 und ich sag mal, um jetzt nicht den Dingen vorzugreifen, aber 2004 habe ich dann meine Karriere beendet und dann bin ich in Hannover nochmal 2:14:00 gelaufen. Fand ich jetzt für diesen Zeitraum gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dann wie vielen Jahren? Na, nach, also so gesehen, nach, ja, jetzt müssen wir schnell mal rechnen. 87, naja, ja, fast 20 Jahre, also 17 Jahre, das nochmal abzurufen, das fand ich also nicht schlecht. Hat ja natürlich noch einen besonderen Hintergrund, dass ich trotzdem nicht fahren durfte nach Athen zu den Olympischen Spielen. Das springen wir mal dahin, ja, genau. Das war ein bisschen bitter, weil ich dort auch deutscher Meister wurde, auch die schnellste Zeit hatte in Deutschland und die nationale Norm nicht, die internationale, das war also der Pferdefuß, dass man gesagt hat, also der Freigang hat keine Endkampfchance mit 2:14, wobei bei uns immer Finale ist. Also es ist ja so, gibt es ja keine Quali, du stehst am Start und dann geht's los. Und ja, den lassen wir nicht fahren, sozusagen. Das war dann zum Schluss die große Enttäuschung, du bist jetzt ja, schon fand ich eigentlich für mich jetzt persönlich ein bisschen schade. Zu der heutigen Zeit hätten sie mitgenommen. Ja. Und? Jetzt wären sie froh gewesen, wenn sie sich gehabt hätten. Ja, sicherlich. Jetzt, ja, so kann man das sehen. Aber zu der Zeit war das halt nicht so, dass man die Normen da nach unten setzt oder irgendwie, wie das jetzt alles in diesem Jahr passiert ist. Es gab halt diese Festlegung und ja, habe auch versucht, dann, nein, nicht juristische Mittel, aber zumindest mal über einen Verbandstrainer da nochmal einen Antrag zu stellen, das als Ausnahmegenehmigung, aber war nicht möglich und damit habe ich dann auch meine Karriere beendet, weil das Gefühl also, schon da war, wenn das Land mich nicht braucht, dann brauche ich das Land auch nicht, das will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest. Ja, aber der Sinn jetzt nicht mehr so da. Kein ist, also Eilverfahren, wie das jetzt ja leider, wir kommen dann nach der Pause dazu, bei den Olympischen Spielen einige gemacht haben. Aber ich will jetzt nochmal in die positivere Zeit zurück. Du bist jetzt gleich vom ersten Marathon zu deinem letzten gesprungen, weißt du? Ja, gut, das bot sich jetzt an. Weil das können wir aber nicht weglassen. Nein, deine richtig erfolgreichen Dinge, dafür sitzt du ja hier. Inzwischen mit einem anderen sehr bekannten Trainer, den wollen wir heute unbedingt nennen. Mach du selber? Ja, der hatte ich vorher schon erwähnt, der Dietmar Wittermann war dann genau mein zuständiger Übungsleiter oder Trainer sozusagen, der sich auch sehr engagiert dort in die Sache gehangen hat und war ja damals ein junger, dynamischer, auch mit Ideen und bissig und wie ein kennt, bissig heute, ist er heute noch, ja. Heute noch aktiv. Ja, genau. Und ich habe mal aufgeschrieben, Stefan, die Wende für mich jetzt, wenn ich deine Laufbahn, und wir haben es ja noch mal abgestimmt, sehe, war eigentlich dann Berlin, ja, 1990, der Marathon, wo du auch, glaube ich, gesagt hast, da begann dann meine Profilaufbahn und da gab es ja auch die spektakuläre Zeit von? Ja, die war 2:09:45, also damit bin ich zwar nur Vierter geworden, aber ich bin die zweite schnellste Hälfte gegangen von allen, weil ich eigentlich ein bisschen defensiver angelaufen bin, weil ich nicht dachte, dass das wirklich so läuft. Das ist ja immer beim Marathon so eine Sache, wer selber läuft, der weiß das. Das weiß man nie, wie es ausgeht sozusagen. Also ein bisschen defensiver. Und dann habe ich aber gemerkt, Mensch, das rollt und war schneller als der Sieger eigentlich auf den zweiten 21. Aber nach vorne hat es dann nicht mehr gereicht und war hinter dem Jörg Peter dann Vierter. Aber das war natürlich eine Zeit, damit hatte ich auch gleich den A-Kader-Status. Das ist ja immer relativ wichtig, dass man in der Förderung drin ist sozusagen. Aber alles unter 2:10 ist ja absolute Weltklasse im Marathon. Ja, sicherlich nach wie vor noch, aber ich meine, jetzt am Sonntag werden wir ja sehen, wahrscheinlich. Was ist der Weltrekord eigentlich? 2:02:57, ich habe mir jetzt auch noch mal belesen, also es ist ja alles weitergegangen, die Entwicklung, das muss man ja auch wirklich so sehen. Ja. Spielen ja die äußeren Umflüsse, Wetter und ja, die Strecke eine Rolle. Ja, aber zu der Zeit war das dann, glaube ich, am Jahresende Platz 10 in der Weltbestenliste und das war dann schon. Und waren, da waren wahrscheinlich ja drei etwas stark pigmentierte davon, oder? Ja, das ist aber, wie gesagt. Also du warst jetzt wieder erster Weißer. Nein, war ich nicht. Ich war der Dritte sozusagen. Der gewonnen hat nämlich der Steve Monegetti aus Australien. Okay. Ja, da zu der Zeit eigentlich auch ein sehr guter Läufer. Dann in Äthiopien, dann der Jörg Peter und dann wir. Aber so einen Einlauf würde man sich sicherlich heutzutage wünschen, dass da. Und dann ist dein größter internationaler Erfolg bei den Olympischen Spielen 92 in Barcelona gekommen. Ich glaube, das waren auch die Bilder. Das waren die Bilder, ja. Richtig. Aber das wollen wir heute nochmal ganz besonders hervorheben, weil wir dann ja danach über die zu Ende gegangenen Olympischen Spiele sprechen wollen und die Leistung, die du damals gebracht hast, auch heute eigentlich noch an Wert viel mehr gewonnen hat.
ja, also ich habe mich relativ zeitig qualifizieren können. Das war eigentlich auch ein Schlüssel Ende des Jahres 1991. Da war ich in Palermo beim Marathon und ja, konnte den auch gewinnen und hatte die Norm mit 2,12. So, und da konnte ich mich also sehr ruhig vorbereiten auf diese Olympischen Spiele. Wir haben dann auch sehr viel im Höhentraining gearbeitet, haben so Hypoxie-Ketten gemacht, waren in Kenia zum Training. Dann war ich wieder in Berlin, dort bin ich einen Halbmarathon gelaufen, habe den Weltmeister geschlagen. Der war völlig überrascht damals, der Douglas Wakihuri. So, dann sind wir wieder ins Höhentrainingslager, dann nach Amerika, dann auch nochmal nach St. Moritz und war eigentlich ja doch guten Mutes. In den ersten 10 wollte ich sein. Das war so ein bisschen die Idee, A-Kader zu werden wieder. Wir müssen das ja jedes Jahr bestätigen. Das ist ja nicht so, dass man das dann irgendwie auf Lebenszeit ist, sondern es musst du ja jedes Jahr wieder nachweisen, dass du so gut bist. Stimmt, ja. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen, ja, schlimm. Jedenfalls, ich war jetzt nicht irgendwo in der Sauna laufen oder irgendwas, weil Barcelona zu der Zeit natürlich sehr hohe Luftfeuchtigkeit und auch sehr warm. Ich habe den Rest der Vorbereitung eigentlich hier zu Hause gemacht. Frau Helmerling habe ich gesehen, die hat sicherlich auch meine Beine massiert zu der Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Also war eine ganz normale Vorbereitung. Ich bin 10 Tage vorher hingeflogen oder eine Woche vorher, sowas, eine Woche. Dort ein bisschen diese Akklimatisierung gemacht und dann kam das Rennen. Wir haben ja immer das Glück, als Männermarathon alles andere nicht mitmachen zu können, weil wir aber die Letzten sind, die dran sind sozusagen und dann ins Stadion einlaufen, wenn dann die Abschlussveranstaltung fast am Laufen ist. Also das war ein bisschen schade, aber letztendlich ja in dem Sinne egal. Das Rennen gut eingeteilt, keine Fehler gemacht, das was der Didi ja gesagt hat, da muss eben alles passen. Ja, und dann kam es natürlich zu diesem dramatischen Finale, dass ich zwar zwischendurch die Spitze schon gesehen habe mit 11 Sekunden, wo ich dachte, läufst du jetzt daran oder nicht? 11 Sekunden waren es zum Führenden. Ja, zu den beiden Führenden. So, und ja, habe mich dann richtigerweise dafür entschieden, also bleibst erstmal hier und wartest ab. Da kommt ja noch dieser Berg da hoch. Also wer das mal gesehen hat in Barcelona, die Lage des Olympiastadions, ich war vor 2 Jahren mal da. Ja, ich kenne das. Ja. Ich habe mir das mal angeguckt. Also ich hätte nie gedacht, dass das so steil gewesen ist, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, es wird mit dem Alter steiler, wa? Oder? Das kann natürlich auch sein. Das kann sein, das kann sein. Jedenfalls war mir klar, dass das noch nicht durch ist, das Ding. Und ich bin auch nicht so aggressiv hochgelaufen. Ja, der Vierte hat mich dann eingeholt, habe ihn vorbeigelassen und als alter Bahnläufer mich hinten rangehangen und einfach Windschatten. Windschatten und ja, versucht zu warten. So. Und dann war natürlich die Situation der Tunnel. Dann sind wir im Stadion, dann brandet dieser ganze, das war zu sehen, ja. Ja, auf und er zieht los. Und in dem Moment war das Ding eigentlich durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir reden jetzt mal über 3 oder 4 Meter, aber in dem Moment ist er weg, also gefühlt. So. Aber ich wusste, eigentlich sind noch 300 Meter. Ich hatte nämlich so ein bisschen auf die Kurve da eingestellt unten nochmal. So, und dann kam er mir entgegen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schneller geworden bin. Der kam mir dann wieder entgegen, weil er dachte, bei der 200 Meter Marke, vermute ich jetzt mal, ist das Ziel. Genau, und dann war ja noch eine halbe Runde und dann wusste ich jetzt oder nie. Ich habe mir den zurechtgelegt und bin aus der Kurve gespurtet, dachte ich. Aber wenn man das sieht, also er ist noch langsamer geworden, würde ich sagen. Ja, also ich dachte wirklich, ich habe da wirklich einen Antritt hingelegt, aber das war eigentlich, ich bin nur so weitergerannt. Also das nimmt man doch anders wahr und ja, hat dann gereicht. Und selber war man natürlich, also ich bin ja nicht dahin gefahren, wobei es eine schöne Geschichte gibt. Meine Eltern waren mit vor Ort und meine Mutter war damals noch in der Volksbildung und der Direktor, DDR geschult, wollte ihr nicht freigeben, weil die Olympischen Spiele relativ spät waren und die musste in die Vorbereitungswoche. Naja, gab es viele Diskussionen und Frau Freigang, Sie werden doch nicht glauben, dass Ihr Junge da aufs Träufchen steigt. Ach so. Ja, und so ist es dann auch strafenderweise gekommen, sozusagen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, meine Damen und Herren, also die Schilderung, die hört nicht jeder und die ist auch nicht so bekannt. Aber was für den zweiten Teil dann unserer Sendung, hätte ich beinahe gesagt, des Abends, wichtig ist, der erste war ein Koreaner, der zweite war ein Japaner. Der vierte auch. Also damals war das dann noch nicht so, wie man jetzt dann die ersten 10 alle aus Afrika und die Namen sind schwer zu merken. Oder aus der Türkei mittlerweile. Oder die haben schnell die Staatsbürgerschaft gewechselt. Da kommen wir aber noch dazu.
Also das waren dann auch noch Zeiten im Marathon, wo vor allen Dingen Japan, die Asiaten ja sehr stark waren, sagtest du schon immer. Ja, zu dem Zeitpunkt war das wirklich so, aber die Kenianer waren trotzdem am Start. Also wenn jemand denkt, die Afrikaner waren da ausgeschlossen von den Spielen, das stimmt ja nicht. Also die waren schon dabei, aber halt nicht mit diesem Fortun oder in der Form, wie man sie jetzt heute sieht und kennt. Ja. Danke nochmal für die Schilderung deines Höhepunktes. Mit dem Blick auf die Uhr, Stefan, ich will Ihnen sagen, der Stefan hat noch spektakuläre Marathons gewonnen. Darf ich es aufzählen, Stefan? Du korrigierst mich bitte, Frankfurt-Main-Marathon bei dir, Didi, 1994. Köln 1997, Lissabon, Palermo, meine Damen und Herren, das ist ein Weltklasse-Marathonläufer. Und dann kommt was, was wir vorhin schon hatten. Aus- und Wiedereinstieg, zwangsweise. Im Radsport gibt es kein Beispiel, unmöglich. Aber Stefan hat das gemacht, Stefan, und das erzählt zu uns. Bitte abschließend nochmal. Du bist ja dann, 2000, hattest du mal deinen ersten Ausstieg aus dem Profisport. Ja, in gewisser Weise schon. Also ich habe ja dann 96 mich auch noch qualifizieren können für die Olympischen Spiele in Atlanta. Aber das war halt, wie das eben so ist, nicht optimal. Bin dann ausgestiegen und war natürlich so ein bisschen so ein Knackpunkt in meiner Karriere. Hab den Ausrüster gewechselt, aber es lag nicht an den Schuhen, um das gleich dazu zu sagen. So, da war wieder eine neue Perspektive, hab dann weitergemacht. Dann ging es natürlich darum, jetzt auch das als Beruf zu begreifen, was ja vorher schon der Fall war, aber wirklich dann eben mich auf die City-Marathons auch zu konzentrieren, dann bei den Verbandssachen eben versuchen, dort auf der Bahn halt, dem Genüge zu tun, über 10.000 Meter, aber das war eben eine Zeit, wo ich hätte gerne noch mal eine Medaille geholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch dafür trainiert, aber es war eben nichts. Atlanta meinst du jetzt, ne? Ja, das sicherlich auch, aber dann gab es auch noch mal eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft und so eine Sache. Aber es hat eben nie so richtig wieder funktioniert und dann ist man natürlich am Punkt, wo man dann überlegt, ob das jetzt noch Sinn macht, die ganze Geschichte. Glücklicherweise war das Land ja daran interessiert, dass ich auch hier bleibe und hat man mir also 1993 dann auch eine Stelle hier im Polizeipräsidium in Cottbus besorgt. Also ich war auch da arbeiten, Gottes Willen. Kollege von dir, Claudia. Ja. Polizei. Polizei, ja, Polizeipräsidium, Pressestelle. Waren auch nette Kollegen und hatte auch meine Pflichten. Also 5 vor 7 musste ich da sein, damit der Kaffee um 7 fertig ist. Nicht einfach, ne? Ja, ist nicht wahr. Pressestelle, ja, das war ja dann so Zeitungsschau. Nein, aber es muss auch erwähnt werden, dass wir staatliche Einrichtungen haben, die den Leistungssport fördern. Ja, das war also eine gute Geschichte und um 10 meistens Außendienst zum Training sozusagen. Ja, nee, ist ja nun mal, also sonst funktioniert das nicht. Zumindest konnten sie bei dir nicht so wegrennen. Nee, das nicht. Ja, das war halt dann die Möglichkeit, dort zu bleiben, aber gab es auch Unstrukturierung im Land, also waren ja viele Dinge, dass einfach dann der Sport eigentlich in den Hintergrund gerückt ist und ich quasi auch aufgehört hatte. So. Und dann ergab sich aber die Möglichkeit halt, das nochmal neu zu versuchen, nochmal einen Trainerwechsel auch, jemand, der dich nochmal ein bisschen motiviert hat, auch eine Trainingsgruppe. Hab dann auch den Verein gewechselt, war mal für 2 Jahre in Leipzig, da ging es noch ein bisschen um mein Studium, also es waren so Dinge, die zusammenkamen und dann die Idee einfach, das nochmal zu versuchen, weil in Deutschland natürlich in dem Bereich nicht so viel los war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, vielleicht war es ein bisschen zu spät, jedenfalls sind wir jetzt bei 2004, wo ich also, wie gesagt, bei der Deutschen Meisterschaft dort in Hannover gewinnen konnte, dann auch die schnellste Zeit hatte in Deutschland und halt auch die internationale Norm, aber eben nicht die nationale. Und damit die Frage im Stand, fahre ich nach Athen oder fahre ich nicht? Da hat ja alles begonnen so ein bisschen und da wollte ich auch wieder hin und das ist für mich genau, da innerlich auch abschließen. Du wolltest diesen Kreis schließen, 86 Juniorenweltmeisterschaft Athen. Und dann genau, so. Aber es wurde mir halt seitens des Verbandes verwehrt und die Ironie der Geschichte ist, der Leistungssportdirektor von damals, der mir dieses schöne Fax unterschrieben hat, wo da steht eben, dass dann Antrag nicht stattgegeben werden kann, weil man keine Endkampfchance sieht und die Nominierungskriterien eben andere sind und so weiter und so fort. Der ist dann nach dem misslichen Abschneiden der Leichtathleten eben auch zurückgetreten. Also, wo ich dann auch sage, naja, jetzt. Dazu kommen wir dann nochmal bei Olympischen Spielen 12 Jahre später dieses Jahr. Die Geschichte hattest du ja eingangs schon mal genannt. Also 2004 praktisch
das Ende der Berufskarriere als Marathonläufer. Man kann ja sagen, dass man als erfolgreicher Marathonläufer durchaus davon leben kann heutzutage. Ja, das ist möglich. Also man muss natürlich dann... Es gibt was? Das sind so zwei Sachen? Naja, sind ja viele Dinge. In unserem Metier ist es halt so, wenn man einen gewissen Namen hat oder einen gewissen Standing und dann, oder in der Rangliste relativ weit rumsteht, dann gibt es natürlich Antrittsgelder, dass man überhaupt dort läuft. Da gibt es auch Verträge, die man da auch längerfristig unter Umständen macht. Dann sind natürlich die Siegprämien, was man jetzt auch am Wochenende sehen wird in Berlin. Und dann gibt es natürlich die Zeitboni. Also weil jeder Veranstalter natürlich interessiert ist, dass er eine Strecke schnelle ist oder die schnellste der Welt ist. Der Veranstalter, ja. Genau, und das sind halt die Dinge. Natürlich dann ringsrum Ausrüsterverträge, Sponsoren, wie das eben so der Fall ist. Also das ist ja ganz normal. Und Laufen ist nun mal in. Also auch wenn das hier viele nicht hören wollen, das ist so. Ja. Gott sei Dank. Und deswegen, jetzt springe ich, weil wir in die Pause wollen, zu deinem Beruf. Du hast daraus trotzdem einen Beruf gemacht und hast 2005 deine heutige Firma gegründet. Denn das muss unbedingt heute noch erwähnt werden. Ja, ich habe Sport studiert und dann habe ich Zeit in der Privatwirtschaft gearbeitet, habe so ein bisschen auch das Thema Coaching also bearbeitet, dieses Feld, und gemerkt, dass da eigentlich ein Bedarf da ist. Also dass das Thema Gesundheit also ein zentrales Ding ist, was sich ja nun auch gezeigt hat, dass das viele, viele Leute interessiert. Und haben dann zusammen mit meiner Frau so eine Coaching-Agentur gegründet und der Name gab es eben her, aber so ein bisschen so DDR-Kind ist, weiß, Sportfrei war ja der Gruß im Sportunterricht und die Firma heißt eben Sportfreigang, das war so dieser... Sportfreigang. Ja, also dieses Spiel mit dem Namen, und bis heute haben wir eigentlich uns gut gehalten. Wir haben auch eine große Laufgruppe, einige sitzen noch hier und hören jetzt gebannt zu da oben, denke ich mal. Jawohl, da sind sie. Sind also Mandanten, Klienten, wie nennst du das? Das sind meine Freunde, die da sitzen. Ja, aber es sind ja Klienten... In dem Fall, also hat ja jeder auch unterschiedliche Ziele und das differenziert sich natürlich stark, je nachdem. Und am Sonntag in Berlin bin ich auch mit jemandem unterwegs, um den da, ich hoffe nicht ins Ziel zu tragen, sondern ins Ziel zu treiben. Sozusagen. Anzufeuern. Anzufeuern, ja. Also das ist... Also meine Damen und Herren, wer fit werden will oder wer schon fit ist und noch fitter werden will ganz besonders im Laufen, Stefan Freigang, einen besseren gibt es zumindest meines Erachtens. Ich lehne mich da mal raus, vielleicht werde ich da morgen angegriffen. In Cottbus meines Erachtens nicht. Sport Freigang, vielen Dank, Stefan Freigang. Bitte, bitte.